Herzlich willkommen bei OrgaTV. Wir haben wieder ein tolles Programm für euch vorbereitet. Aber bevor wir loslegen, Emmas Lieblingsthema, und zwar Fußball, Europameisterschaft. Oh ja. Ja, mein Lieblingsthema. Ja, wir haben ja heute und morgen welche Spiele. Was haben wir denn? Heute spielt Spanien gegen Portugal und morgen Deutschland gegen Italien. Ist das richtig? Ja, stimmt genau. Und wie wird das Spiel ausgehen? Also du Experte. Heute gewinnt auf jeden Fall Spanien. Da bin ich mir ganz sicher. Und morgen Deutschland. Deutschland soll gewinnen, ja. Ja? Ja, ich bin für. Aber du weißt ja, nach den Statistiken hat Deutschland noch nie in einem großen Spiel gegen Italien gewonnen. Ja, aber weißt du... Ich weiß nicht, ich rede jetzt für die Statistiken. Ja. Ja, also ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Professor Friedmann. Ja. Das lernt mir so schön an der Uni. Ja, stimmt, genau. Ja. Kann man so sagen. Müssen wir mal gucken. Ja gut, aber wenn wir den Statistiken nicht tatsächlich vertrauen können, wir haben ja gar keinen Orakel hier, den wir fragen können. Das ist echt schade. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, es gibt eine Alternative, und zwar gibt es ein Spiel, das jahrzehntelang gespielt wird. Das wäre? Was wäre das? Wartet, hier haben wir es. Münzenwurf. Und zwar fangen wir mal an. Wir spielen heute? Spanien gegen Portugal. Also, Zahl ist Spanien, Kopf ist Portugal. Okay. Und? Du machst es ja lustig. Kopf. Portugal. Portugal gewinnt. Meine Damen und Herren. Das hat die Münze gesagt. Oh ja, das ist viel besser als Orakel. Und jetzt? Deutschland ist Zahl und Italien ist... Es reicht, Deutschland kriegt die Zahl. Okay, jetzt mal ausprobieren. Es tut mir leid, Deutschland hat verloren. Oh nein, also spielt im Finale Portugal gegen Italien. Also so ist es. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ist ganz sicher. Hätten wir ein Orakel, könnt ihr es uns genauer sagen. Aber gut, das ist ja fast genauso richtig. Ja, das ist Wahrscheinlichkeit. So ist es. Gut, aber was passiert denn eigentlich, wenn die gesamte deutsche Fußballnationalmannschaft ausfällt? Diese Frage hat sich der Lukas auch gestellt. Ich bin mal gespannt. So, ich stehe hier mit den drei Jungs von der Tankstelle und hätte eine kleine Frage an jeden von euch. Könntet ihr für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag einspringen, sollte die komplett ausfallen? Ja, für die Ersatzbank bin ich immer gut. Das ist schon mal super. Einen auf der Ersatzbank. Nummer zwei? Vom Talent her nein, aber läuferisch eher ja. Okay, hätten wir noch einen, der kämpferisch mithält und hier die Nummer drei wäre? Ich bin der Marc van Bommel von Deutschland und ich hau allen um. Super. Damit würden wir doch schon mal um einiges weiterkommen. Ob das alles stimmt, gucken wir uns jetzt mal mit dem Ball an. Hey Luisa, gleiche Frage auch an dich. Könntest du einspringen, sollte am Donnerstag die komplette deutsche Nationalmannschaft ausfallen? Klar, also ich denke, den Klose werde ich am besten ersetzen können. Super. Gleiche Frage auch an Sarah. Wen könntest du, sollte die komplette deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag ausfallen, ersetzen? Also ich bin mir sicher, ich kann alles genauso gut wie Özil. Das ist super, das wollen wir jetzt aber auch noch sehen. Ich stehe noch mit Benedikt. Gleiche Frage auch an dich. Die deutsche Nationalmannschaft fällt am Donnerstag komplett aus. Wen wirst du für uns ersetzen? Natürlich Manuel Neuer, weil ich den Schnellangriff mindestens genauso gut einleiten kann. Donnerstag und die komplette deutsche Fußballnationalmannschaft ist ausgefallen. Patricia, wen könntest du uns ersetzen? Also bei meinem taktischen Fußball-Know-how wäre ich doch am besten der Jogi Löw. Coole Sache. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja, bitte. Ciao. Jo Habib, Donnerstagabend, die komplette deutsche Nationalmannschaft fällt aus. Kannst du uns aushelfen? Ja, natürlich. Ich kann euch den Boateng machen. Passt ja farblich ein bisschen gut und hinten kommt mal ein bisschen Sicherheit rein. Super, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ja, euch auch. Donnerstagabend fällt ja wie bekannt die komplette deutsche Nationalmannschaft aus. Wir bräuchten einen neuen Busfahrer. Würden Sie das übernehmen? Alles sofort. Ich wollte Sie fahren, jo. Super, vielen Dank. Dann ist das schon mal gebongt. Schönen Tag noch. Danke.
Natürlich werde ich am Donnerstagabend auch selber einspringen, um der deutschen Nationalmannschaft auszuhelfen. Und zwar auf der linken Mittelfeldseite als Lua Pobolski. Jetzt aber was Ernstes. Der Traum jedes Studenten oder jedes BWL-Studenten ist es ja, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ne? Ja, irgendwie haben sie immer solche Pläne, aber wissen nicht, um was es da gehen soll. Man weiß nur, ja, wenn ich groß bin, will ich ein Unternehmen gründen. Ja, wenn ich groß bin. Also ich will, wenn ich groß bin, auch ein eigenes Unternehmen gründen, aber ich habe wenigstens schon eine Richtung. Ja, du hast wenigstens eine Idee. Ja, aber falls ihr noch keine Ideen habt, dann... Doch, falls ihr Ideen habt. Ja, falls ihr Ideen genau, habt. Genau, falls ihr Ideen habt. Man sollte mit Ideen hingehen. Eigentlich schon. Wir zeigen euch auf jeden Fall, wer euch da helfen kann. Beitrag ab. Die KWT, was ist das eigentlich? Habt ihr das nicht auch schon mal gefragt? Und zwar die KWT ist die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer. Wir informieren uns jetzt für euch über die KWT. Hallo, ich bin hier mit dem Alessandro und der wird uns jetzt was über die KWT erzählen. Wie bist du denn eigentlich zu der KWT gekommen? Ja, hallo, wie bin ich zur KWT gekommen? Ich habe selbst ein Unternehmen gegründet. Und war damals auch schon auf der Suche nach Unterstützung, denn wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist man natürlich immer auf der Suche nach einem Netzwerk, nach Fördermöglichkeiten, wenn es denn irgendwie möglich ist. Und so bin ich damals auch auf die KWT gestoßen. Und dann war zufällig auch da noch eine Stelle frei und dann habe ich einfach mal angefangen, hier auch selbst als Berater tätig zu werden. Und heute bin ich immer noch als Berater tätig und ich beantrage zusammen mit den Gründerinnen und Gründern Förderdarlehen, die insbesondere vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kommen. Und darüber hinaus bieten wir ja auch noch Kurse an, wie den Gründercup oder sonstige Veranstaltungen im Bereich Entrepreneurship. Und da bin ich auch als Dozent tätig. Und wie wird es jetzt ablaufen, wenn ein Studentin eine Idee hat und möchte sich damit selbstständig machen? Also Studenten können jederzeit zu uns kommen. Wir haben hier ein Beratungs- und Infocenter, so nennen wir das. Im Grunde genommen sind das meine Kollegen und ich. Und wir stehen jederzeit zur Verfügung, dass wir uns einfach mal über eine Idee unterhalten. Egal in welchem Stadium jetzt die Idee sich befindet. Ob sie jetzt wirklich einfach nur eine Idee im Anfangsstadium ist, also vielleicht sogar nur in Hirngespinst, oder ob sie schon fast eine reife Geschäftsidee ist. Man kann also jederzeit zu uns kommen. Und ja, wir versuchen dann gemeinsam mit der Gründerin oder mit dem Gründerteam selbst die Idee weiterzuentwickeln zu einem womöglich tragfähigen Geschäftskonzept, helfen auch dabei, einen Businessplan zu erstellen, helfen dabei, die nötigen Kontakte zu finden, wenn man zum Beispiel Beratung benötigt im Bereich Steuern oder wenn man nicht weiß, welche Gesellschaftsform nur die richtige ist. Muss ich eine GmbH gründen oder ist eine GbR ausreichend oder vielleicht sogar eine Mini-GmbH, eine Unternehmergesellschaft. Da stehen wir also mit Rat und Tat zur Seite, aber auch insbesondere unsere Experten, die sich in unserem Netzwerk befinden. Okay, und wer finanziert das Ganze? Wir werden finanziert über Mittel der EU, aber auch Mittel der Universität selbst und Landesmittel. Und zurzeit befinden wir uns in einer Antragsphase. Und zwar bewerben wir uns für die Gründerhochschule. Das ist ein bundesweiter Wettbewerb, eine Exzellenzinitiative. Und da hätten wir natürlich auch nochmal riesen Chancen, eine riesen Möglichkeit, das Thema Existenzgründung, Entrepreneurship hier im Saarland, an unserer Universität, an allen Hochschulen voranzubringen. Okay, das wäre super. Dann Dankeschön. Gerne. Ja, ich habe auch viele Ideen, aber jetzt weiß ich ja, wo ich mich wenden kann. Genau. Es war ja heute noch das Ministerium da. Die haben eine Kooperation mit dem KDV. Wie heißt das nochmal? KWT. Die haben eine Kooperation mit der KWT. Und zwar werden sie jetzt mehr Studenten erreichen, weil der Budget einfach viel größer ist. Die haben sich heute an der Uni getroffen. Genau, ja. Genau. Die waren heute in der Aula. Und haben ihr Projekt heute vorgestellt. Also ganz interessant, das Ganze. Mhm. Mhm. Hast du eigentlich auch so eine Idee? Du kannst es mir sagen. Ich sag's auch niemandem weiter. Und nun zum zweiten Teil von unserem Beitrag. Viel Spaß. Der Gründercup ist eine Kombination aus Gründungs- und Management-Training. Hierbei haben Studierende die Möglichkeit, in kleinen Teams in die Rolle eines Unternehmers zu schlüpfen. Während des Wettbewerbs werden unternehmerische Entscheidungen simuliert.
Bis zu 5 Unternehmen agieren und kämpfen gleichzeitig am virtuellen Markt. Eine Software verarbeitet die getroffenen Entscheidungen und simuliert so einen Wettbewerb. Durch Auswertungen und Berichte nach jeder Spielrunde erfährt man, ob und inwieweit die getroffenen Entscheidungen erfolgreich waren. Unternehmerisches Denken und Handeln werden dabei geschult und praxisbezogene Erfahrungen gesammelt. Außerdem gibt es durch die Teilnahme Credit Points zu erwerben. Die KWT bietet verschiedene Varianten des Planspiels an. Es gibt zum Beispiel Hightech-Bikes, E-Commerce, Biotech, Projektmanagement, General Management und es gibt das Fitnesscenter. Und das haben wir für euch besucht. Hallo, in welchem Projekt arbeitet ihr gerade? Fit and Fancy ist unser Unternehmen. Wir arbeiten ja nicht dran, sondern wir sind nur noch am Optimieren. Wir sind ja anderen schon weit davon gezogen. Das heißt, wir hängen die gerade noch ein bisschen ab. Okay, habt ihr denn schon mal an die Selbstständigkeit gedacht? Wir sind selbstständig. Und in welchem Bereich? Fit and Fancy, das ist unser Fitnesscenter für gehobene Businessleute mit Anspruch. Das ist ein Fitnessclub, das ist keine Pumperbude. Und es läuft relativ gut, haben eine Marktnische entdeckt und haben da mehr oder weniger Monopol. Wie kam es zu der Idee? Wie gesagt, das ist eine Marktlücke und haben wir gemerkt, da ist Geld drin und sind wir direkt voll durchgestartet. Wo sind wir denn? Hast du auch? Hast du überhaupt nicht 1,2? Ich glaube, das war gut, dass wir Nah 1 lassen. Mal. Keine Sind wir eine? Eine haben wir, da brauchen wir keine einzustellen. Also 0,0. Wir sind hier bei Karsch Media, das ist ein Unternehmen, das seinen Sitz in der KWT hat. Das ist richtig, ja. Für was seid ihr denn zuständig? Was macht ihr genau? Wir sind Medienproduktionsunternehmen und wir machen hauptsächlich Fernsehen, zu 90%, würde ich sagen. Und Galileo, ProSieben, ja, sowas halt. Ja. Okay, cool. Und dann noch Werbeproduktion und ja, das ist so die Hauptaufgabe. Ein gewisser Anteil 3D-Animation, ein gewisser Anteil 2D-Animation und halt richtiges Film, alles verbunden. Halt. Ja. Ja. Das Besondere ist, dass wir quasi das Reale, real gefilmte kombinieren mit so Animationen, also in 3D, in zweidimensionalen Bereich. Und das ist so der Schwerpunkt, was wir haben, dass wir beide Bereiche reales Filmen und Animation kombinieren. Ja. Okay, interessant. Dann Dankeschön. Ja, bitteschön. Kurz vor den Stupawahlen 2011 waren ja alle Kandidaten bei OrgaTV schon mal eingeladen. Ne? Und da wurde darüber geredet, dass ein Student als Vizepräsident der Universität eingesetzt werden sollte. Ne? Aber irgendwie, das sollte eigentlich schon nach den Präsidentschaftswahlen im Februar jetzt sein, 2012, aber irgendwie... Ja gut, man muss sagen, die Astanten oder die damaligen Hochschulgruppen können ja nichts dafür. Die Idee kam von der Universität selbst.
Und die müssen auch das Universitätsgesetz ändern, damit das überhaupt möglich ist. Aber die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Idee ist sehr gut und es kam auch, wie gesagt, von der Universität aus. Also die Hochschulgruppen sind nicht hingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen unbedingt einen Vizepräsidenten haben. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn die es demnächst mal machen würden. Wie gesagt, es liegt nicht an den Hochschulgruppen. Die Universität muss einfach erstmal das Gesetz ändern und wenn es soweit ist, kann man hier schauen. Gut, ja, also bis jetzt ist noch nichts passiert, aber wir haben den Marc Strauch gefragt, warum. Universitätsräte einfach nicht zu einem beratenden Gremium, was allein teilweise durch die Stimmverhältnisse, wie im Senat beispielsweise schon gegeben ist, einfach nicht zu einer beratenden Stimme verkommen dürfen, die dann, das ist nett, dass die da sind, aber entscheiden dürfen sie jetzt mal nicht, das machen wir dann danach. Ich denke, da muss einfach auch ganz klar sein, die Leute, die hier studieren, müssen auch mitbestimmen können, wie hier die Bedingungen sind. Und das denke ich, darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Deswegen hat ja AStA jetzt auch ein großes Projekt auf den Weg gebracht. Und zwar sind wir momentan in den Verhandlungen mit dem Land sowie mit der Universität zur Einführung eines studentischen Vizepräsidenten. Das heißt, ein Student soll Vizepräsident werden und ein Stimmrecht im Präsidium erhalten. Weil machen wir uns nichts vor, URAT ist zwar das größte Gremium, aber die wirklichen Entscheidungen werden im Präsidium in der Männerrunde getroffen. Und genau da wollen wir einen Studenten platzieren, damit der einfach da mal mitreden kann. Der aber keine Entscheidungsrechte hat bei Haushalts. Keine Budgetverantwortung. Okay. Genau. Da brauchen wir dann aber auch wieder eine Änderung des Universitätsgesetzes. Wie weit seid ihr da mit der regierenden Parteien? Es soll wohl dieses Jahr nicht mehr möglich sein, aber nächstes Jahr, wenn die große UG-Änderung kommt, dann wird das definitiv mit drin sein. Welche große UG-Änderung? Es ist eine große Universitätsgesetzänderung geplant, wo es unter anderem um Juniorprofessuren geht, wo es um gewisse redaktionelle Änderungen noch geht und dann auch um den Ausbau der studentischen Mitbestimmung. Willst du nicht oder darfst du nicht ein bisschen weiter ins Detail gehen? Weil ich denke, das wird schon die meisten wieder darüber interessieren. Wir wissen da selbst nicht mehr Bescheid. Wann das kommuniziert wird? Das wird wohl erst nach der Universitätspräsidentenwahl größer kommuniziert werden, weil es erst nächstes Jahr im April, Mai kommen soll und auch die Rechtsabteilung der Uni weiß bisher nur über die redaktionellen Änderungen Bescheid, beziehungsweise über unseren Antrag, was studentischer Vizepräsident angeht und jetzt muss halt noch gesammelt werden. Weil wenn man ändert, dann richtig. So, liebe Orga-TV-Zuschauer, ihr habt ja den Beitrag von letztem Jahr gesehen. Bei mir steht jetzt der Marc Strauch. Er wird mir jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wieso bisher noch kein Student als Vizepräsident eingesetzt wurde und ob das demnächst noch eventuell umgesetzt wird. Also eigentlich war der Plan, das dieses Jahr im April bei der Novellierung vom Universitätsgesetz durchzukriegen. Problem dazu ist allerdings, dass es, wie ihr vielleicht alle wisst, eine Landtagswahl in der Zwischenzeit gab. Deswegen wurden alle Gesetzesänderungen, die größeren Umfang haben, eben vom Frühjahr in den mindestens mal Spätherbst verlegt. Und deswegen hätte allein daran schon die Umsetzung des studentischen Vizepräsidenten gescheitert. Es gibt dazu ein fast fertiges Konzept von Universitätsseite, das zusammen von Studenten und Präsidium sich ausgedacht wurde. Das muss jetzt noch zeitnah den Gremienweg durch Senat und Universitätsrat nehmen. Da ist mit Sicherheit noch ein bisschen was zu machen und vielleicht auch noch ein bisschen was an Kompromissen in dieses Konzept einzuarbeiten. Da werden mit Sicherheit noch Vorschläge kommen, wie man das verbessern kann. Und dann muss das eben in der Landespolitik Gehör finden und in diese UG-Novellierung irgendwie eingebunden werden. Und dazu werden wir dann mit Sicherheit bei den Parteien noch Lobbyarbeit leisten müssen. Seid ihr jetzt weiterhin am Ball, was die Universitätsgesetzänderung anbelangt? Oder pausiert das im Moment ein bisschen? Beziehungsweise kann man jetzt einen konkreten Zeitpunkt sagen? Weil wie gesagt, die Desiree Krämer hat das ja letztes Jahr schon angesprochen, dass das halt auch zeitnah jetzt umgesetzt wird. Also wir sind da weiterhin am Ball. Wir haben jetzt eben gewartet nach der Landtagswahl, bis sich die ganzen Ministerien mal gebildet haben. Da hat ja auch die Zuständigkeit von Herrn Hartmann zu Frau Kramp-Karrenbauer gewechselt. Dementsprechend haben wir jetzt erstmal gewartet, bis die da alle überhaupt wussten, was sie da in den Ministerien alles machen müssen. Und wir werden da definitiv weiter am Ball bleiben und versuchen, das im Herbst bei der UG-Novellierung durchzukriegen. Meine Damen und Herren, Hannes Gotschi bei uns. Hallo. Hallo, und zwar ist er der AStA Kulturreferent und genau. Gleichzeitig studiert er hier Musikmanagement. Richtig, ja. Das ist auch unser Hidden Champion. Das ist recht unbekannt. Wer wusste, dass wir hier ein Musikmanagement-Studium haben?
Also ich habe es nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Erzähl mal ein bisschen davon. Genau, Musikmanagement ist ein ganz neuer Studiengang hier im Saarland, seit knapp 2 Jahren. So eine Kooperation aus Musikhochschule, also der HFM und in der Stadt und der Universität hier, wo man dann zum Teil musiktheoretische Inhalte hat, aber auch Musikpraxis, Musikgeschichte, Bereiche aus Jura und BWL und das eben auch einzigartig in Deutschland hier ist. Ist da auch ein bisschen Technik mit drin? Also lernt ihr auch einen technischen Hintergrund oder ist das nur so, dass das Management und dann auch halt Musik selbst ist? Nee, also auch viel Musiktheorie, genau. Also dann auch die Hintergründe dazu. Okay. Also auch so Mozart und Bach? Und auch klassische Harmonie, was sogar ein recht großer Teil ist auch, genau. Wie funktioniert das? Ihr hört ein bisschen zu und dann müsst ihr die Noten aufschreiben? Oder? Das ist zum Beispiel ein Teil davon, das ist Analyse, genau. Das ist die Analyse. Ja. Okay. Aber dann auch Gehörbildung und auch Harmonielehre. Dass man quasi auch einfach so das harmonische Wissen hat und selber irgendwie auch Songs zu schreiben und sich da einfach weiterzuentwickeln. Okay. Genau. Und wie kommt man da so rein? Also gibt es so Aufnahmeprüfungen wie bei der Schauspielschule oder bewirbt man sich so wie beim BWL-Studium jetzt zum Beispiel? Na, also jetzt gibt es eine Aufnahmeprüfung, damals vor 2 Jahren, da das irgendwie ein neuer Studiengang war und das auch bis zum Ende nicht ganz klar war, wie das jetzt umgesetzt wird. Und so kann man da noch ohne NC rein und musste sich also nur einschreiben, was dann auch viele Leute genutzt haben, als irgendwo im Internet Musikmanagement gesehen haben, was dann auch dazu geführt hat, dass einfach ein großer Pool an Leuten nach Saarbrücken kam, die einfach Lust hatten, Musik zu machen. Und jetzt, ein Jahr später, weiß ich, dass die jetzt im zweiten Semester sind, die mussten schon eine Aufnahmeprüfung machen, wo es hauptsächlich um theoretische Musik ging, was dann 40% gezählt hat und ich glaube 60% dann noch der Abitursschnitt. Okay. Also in Allgemeinen musst du auch keinen Musik-LK oder sowas gemacht haben, um da reinzukommen? Also ich würde sagen, jetzt mit der Aufnahmeprüfung ist es schon wichtig, so, weil es doch irgendwie man gut Noten lesen kann, können muss. Muss man auch ein Instrument spielen können? Nicht unbedingt, aber es gibt eben das Nebenfach, auch an der HFM, dass man dort zum Beispiel noch ein Instrument studieren kann, wenn dort richtig gut ist. Aber es bietet sich auf jeden Fall an, denke ich mal. Ist da auch eine Kooperation zwischen der Musikhochschule und dem Musikmanagement hier an der Uni? Also das ist quasi gehört das Kooperation. Dann auch dazu im Grunde? Genau, es ist so, dass es jetzt eben noch ein neues Nebenfach gibt, das einfach das Musikmanagement vertieft, was dann hauptsächlich von der HFM angeboten wird. Ah, okay. Genau. Aber wir reden gleich weiter, aber vorher wollen wir einen Song hören. Ja, genau. Ich habe heute eine Gitarre mitgebracht und werden einen Song von mir spielen. Namens Together. Das ist dein Song, oder? Das ist mein Song, genau. Das ist dein Song, das sollte man auch sagen. Okay. Together will be stronger. Viel Spaß. Remember
Ja, super. Super. Dankeschön. Und was viele vielleicht nicht wissen, du bist ein großer Schüler von mir eigentlich. Alles, was du gelernt hast, hast du von mir gelernt. Zum ersten Mal mit der Blockflöte und das Ganze, nicht wahr? Eigentlich wolltest du auch den EM-Song, aber so schnell kann ich dann doch nicht mitspielen. Ja, ja. Müssen wir leider verschieben. Das nächste Mal, ne? Genau. Hoffentlich kommt Deutschland noch mal eine Runde weiter, dann spielen wir hier einen EM-Song. Also lasst euch überraschen. Perfekt. Ich habe ja schon erwähnt, dass du ein Asta-Referent bist. Was machst du da eigentlich? Und was hast du bisher eigentlich alles organisiert? Du bist ja seit einem Jahr Kulturreferent, oder? Genau, genau. Das ist genau die Bezeichnung dafür. Genau. Erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit. Beim Asta-Kulturreferat habe ich zum einen eine Open Stage organisiert im Dezember, wo einfach eine Bühne aufgebaut wurde im Theatersaal neben der Mensa und einfach Leute hochgehen konnten und einfach Musik machen. Dort ein bisschen zusammen zu jammen und einfach das Musikalische an der Uni noch ein bisschen zu fördern. Mhm. Und zum anderen habe ich eine HBK-Ausstellung gemacht, auch in der Mensa, wo Studenten der Kunsthochschule dort Bilder ausstellen konnten, die dann vom Mensa-Café hingen, jetzt 4 Wochen lang. Und das dann auch noch mit einer kleinen Vernissage mit Jazzmusik eingeleitet wurde. Alles, was mit Kultur irgendwie zu tun hat. Genau, ja. Willst du das auch weiterführen jetzt? Wahrscheinlich zeitlich nicht nehmen. Ah, schade. Genau. Ja. Ich habe noch eine Frage zu deinem Studium. Ne? Mhm. Also was hast du dann am Ende für einen Abschluss und was kannst du damit machen? Also das ist der Bachelor of Arts. Mhm. Und es gibt zum Teil schon Musikmanagement-Masterstudiengänge oder eben sonst auch Kulturmanagement zum Beispiel. Kann man das weiter studieren? Und es ist eigentlich alles auch, was irgendwie mit Rundfunk oder Kultur zu tun hat. Mhm. Und auch bei einem Label so, dann muss man auch, macht eben auch ein Praktika, wo man sich schon ein bisschen spezialisiert. In dem ganzen Gebiet kannst du dann da auch genau, arbeiten. Genau. Oder eben selber Musik machen, so, was ich eigentlich am liebsten machen würde. Apropos, du hast ja sehr viel Musik auch selbst gemacht, oder? Das genau. heißt, du bist ganz schön viel rumgekommen, auch in Spanien und Israel zum Beispiel. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen, auch als Straßenkünstler, wie man das so schön nennt? Ja, ja, genau. Das hat eigentlich so ein bisschen während meinem Zivi in Stuttgart angefangen, wo ich irgendwie mit einer Band deutschlandweit auf Tour war, so, wo wir zum Teil Konzerte abends gespielt haben, aber auch viel Straßenmusik gemacht haben und es ganz gut funktioniert hat und mir auch viel Spaß bereitet hat, so, wo ich dachte, okay, das mache ich noch ein bisschen weiter. Bin dann eben 5 Wochen durch Frankreich. Und dann habe ich hier das Studium gefunden so, und immer, wenn ich halt zwischendurch Zeit hatte, war ich nochmal unterwegs, auch nochmal in Norwegen 1 Woche, in Spanien 2 Wochen, dann danach eben auch in Belgien 2 Mal, dann in Israel jetzt vor kurzem. Du warst also schon überall. Genau, genau. Und jetzt bin ich wieder hier und mache hier wieder Musik. Wie funktioniert das? Bleibst du dann in irgendeinem Jugendherberge und spielst dann in irgendwelchen Bars oder halt auf der Straße dann Musik? Oder hast du dann schon konkrete Orte, wo du dann immer hingehst? Oder ist alles spontan? Kommt drauf an. Also wenn ich in Deutschland Konzerte spiele, plane ich das eigentlich vorher schon so. Dass ich einfach irgendwie, gibt auch viele Bars, so, wo man einfach spielen kann, wo ich das dann halt vorher noch plane und gucke, was kann ich mit anderen Städten verbinden oder irgendwie das funktioniert ja gut. Und im Ausland ist es eigentlich eher so, dass ich halt einfach mal gucke, wen ich da auch kennenlerne, so auf meiner Reise so und mal schaue, wo es Live-Musik gibt. Und dann kannst du da auch einfach mit denen dann spielen? Unterschiedlich, genau. Es kann sein, dass ich dann alleine da auch irgendwie wie hier auf dem Barhocker ein bisschen spielen darf. Oder zum Teil irgendwie auch so Jam-Sessions gibt, wo man mit der ganzen Band was spielt. Aber du hast auch deine eigene Gruppe. Also eine fixe Gruppe. Genau, genau, ja, ja, ja. Wie heißt die Gruppe? Das ist die J-Wit, heißen wir. Und das ist so meine Band aus Ulm noch, quasi aus der Stadt, wo ich auch... Da findet man auch sehr viel in YouTube, oder? Da findet man auch was in YouTube und auch bei iTunes und Amazon. Also wir haben ein Album veröffentlicht. Okay. Genau. Wollen wir jetzt den nächsten Song schon spielen? Können wir machen, ja. So, zum Abschluss jetzt der okay. Sendung. Ja, dann. Bisschen was. Vielen Dank schon mal und nächstes Song ist für euch. Flowers in my head. Now I have the chance to play for you guys. Nothing else matters in my head. I'm so happy I met you. So thankful that you're mine. There's no need, no need to be sad. No. And as long as you are here, I stay with you, I swear. There's something in the air, in my head, in my head, ooh yeah, yeah, in my head, in my head, ooh yeah, yeah.
something in the air, in my head, in my head, ooh yeah, in my head, in my head, ooh yeah, is it beating my head, 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 ooh yeah, ooh, is it beating my head. Vielen, vielen Dank. Wirklich toll. Dankeschön. Schön, danke fürs Kommen. Und hoffentlich werden wir dich auch öfters mal hier im Studio sehen können. Oder irgendwo in Saarbrücken oder irgendwo da draußen. So schaut auf jeden Fall wieder rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Und, ihr schaltet nächste Woche wieder ein um 18.18 Uhr am Mittwoch bei Orga TV. Wir warten auf euch. Tschüss.